Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge vor. Reaction Time, geh weg, du scheiß Dings. Das passiert immer, wenn ich auf die Taste drückte, viel zu oft. Wir fragen euch, welche Taste das ist. F12. Fragt mich nicht warum. Ich habe einfach Bock gehabt, die auf die Aufnahme Starttaste auf F12 zu machen. Wie auch immer. Also, heute habe ich drei Videos wieder vorbereitet, so wie letztes Mal, nur dieses Mal jetzt nicht vom My Top of 10 of Today, sondern von seinem anderen Channel, von seinem Full Anime Mix Kanal halt. Also, wo halt immer Anime nur ist. Anime. Nämlich so heute auch ein Video, was wir anschauen werden. Ich bin ein sehr kreativer Junge. Oh, Junge. Also, ja. Beginnen wir mit der Reaktion. Ach nein, warte, ich muss ja noch antworten. Ich darf nicht etwas vergessen. Nämlich den Ton bei ihm runterschalten. Ihr wisst ja, dass, wie das bei ihm ist. Ne? Aha. Direkt als ich auf diese Taste gedrückt habe, ihr wisst ja, wenn ich hier drauf drücke, dann geht der Ton einfach aus. Ich weiß nicht warum, ich müsste das mal in der, ich habe das noch gar nicht in Einstellung nachgeschaut, als ich eine Folge machen. Also ja, aufpassen, dass ich nicht da drauf drücke. So. Kurz noch einen Check machen. Ich muss sicher gehen. Okay, doch, ich sehe die Likes. Okay, dann ist alles gut. So, hier und legen wir los. Hoffentlich ist der Ton nicht so laut und man hört mich gut. Und ich hoffe, ich bin nicht so dumm. Ich muss sagen, ich auch. Ach stimmt, hier sind die meist realistischen Cosplayers in der Welt. Und warum müssen wir mit so etwas wieder anfangen? Warum? Na egal. Wer ist das überhaupt? Kann man einer in die Ecke schreiben, was für ein Charakter das ist? Jetzt ist wahrscheinlich seid ihr jetzt so, wie kannst du Charakter nicht kennen? Der ist aus Beep, aus dem Spiel Game X, und heißt X halt. Also X halt jetzt halt viel dafür den Namen an. Fertig. Kann er mir mehr sagen? Nein, nicht. Copy Point! Und wer ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist das... Ah, nein, warte. Das müsste Witcher sein, oder? Ich habe das noch nicht gespielt, aber halt der Mond kam mir bekannt, weil das ist ja der Hauptcharakter, ne? Das ist, glaube ich, auch Assassin's Creed, oder? Oh, nevermind. Ich habe durch was ich unten gesehen habe, durch die Schuhe so etwas gedacht. Ja, Assassin's Creed, aber definitiv nicht Assassin's Creed. Nein. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Du bist... Oh, kommt mir auch bekannt vor. Oh, okay, die kenne ich. Miraniki halt, der Anime. Und das ist... Nein. Wie heißt sie noch einmal? Keine Ahnung. Aber kommt aus Miraniki halt, dieser Charakter. Musiki, die Plattform für Cringe. Dafür werde ich noch einen auf die Schnauze einmal bekommen, das soll ich jetzt schon. Aber ich bin nicht der Einzige, der das kann. Ah, schalt er ihnen den nach, das ist nice. Warte, wenn ich eigentlich auf die... Also, okay, der Tor ist noch immer da, da auch. Okay, ich habe nämlich kurz gedacht, vielleicht wenn ich hier unten auf die Falltaste nach unten drücke, dass vielleicht auch irgendwas passiert vom Aufnahmeprogramm. Aber nein, ist alles gut. Ich muss es checken, Leute. Warte. Ah, Loki. Wieso geht diese Leiste da unten nicht weg? Mann! Der Internetprofi ist wieder am Start. Ah, voilà. Das müsste Skyrim sein. Kommt mir ein wenig bekannt vor, kommt mir auch. Nicht bekannt vor. Nein, komm her, ich nicht bekannt vor das hier. Keine Ahnung. Und das ist. Und wir wollen auch nicht mehr auf jeden Fall, aber halt welchen. Das Auto kommt mir nicht bekannt vor. Was zum Geier? Wie geil! Anime-Autos, das sehe ich auch zum ersten Mal. Alter, wie geil.
Was? Kann man das Cosplay nennen? Egal. Nice. Respekt dafür. Und du bist... Keine Ahnung. Schon die meisten Charaktere im Film, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hast genau so viel Videospiele, die ich schon nie gespielt habe. Und du bist wer? Das müsste Tracer sein, ja. Warte, wer würde... Warte, da war gerade einer eingefügt, ey. Warte. Hier, dieser Charakter ist anscheinend gecosplayt. Kenn ich nicht. Aber gut gecosplayt auf jeden Fall. Kann ich nicht, kann ich nicht. Auch nicht. Natürlich ist auch die erste gut, keine. Symbol da auf dem einen können bekommen vor. Nein, nicht. Also das ist das jetzt das Ende. Also macht ihr immer am Ende diese scheiß Katze da, warum? Egal. So, jetzt Best Anime Collect. Verkackt! Completion. Und dann halt das hier. Ich weiß nicht, was mich da hier erwartet. Das werden wir danach sehen. Und hier, das erklärt schon, wie gesagt, auch von selbst, ne? Beste Anime. Oh, der Arme. Wartet. So, sonst hört man mich nicht. Der Hund. Wir sollten uns anziehen. Okay, Attack on Titan, kenn ich. Ey, sag nicht. Also, Attack on Titan muss ich nur noch geben. Hab schon nicht angeschaut. Und das ist. Ist das ein Anime, den ich kennen muss? Wenn ja, verklagt mich. Komm her, mal wenig bekommen von ein paar Charakter. Musik wird definitiv kein Copyright-Swipe bekommen. Definitiv nicht. Sag schon Tschüss zum Kanal. Oh nein, die Medien kennen muss. Also, nur der mit den blauen Haaren kommt ein wenig bekannt vor, aber der Rest nicht. Keine Ahnung. Sieht aber geil aus. Da war Tokyo Ghoul Attack on Titan. Ich weiß nicht, wie der heißt, der eine Anime da, aber keine Ahnung. Und das zeige ich, scheint ein Psycho-Anime zu sein. Jesus Christ. Also wenn dann nicht schlafen will, hier, schau dir das an. Ist so geil. Komm auf so Ideen. Sniper. Hello. Wow. Gar nicht brutal. Jesus. Was ist denn da los? Was ist hier los? So schnell! Los! Full Alchemist... Verdammt, ich kann es nicht ausreden! Full Metal Alchemist, so heißt der Anime. Also da war für meinen Charakter davon. Nicht der da. Oh,
Noch einmal. Also ich glaube, das ist der. Ich bin mir sicher, ich kenne mich mit dem auch nicht mehr ordentlich gerade. Abenteuer auch nicht. Wurde ja ein alter Anime zu sein, also weil man mit dem Stil so halt so sich anschaut. Das ist schon ein eher neuer. Ah, das ist wie heißt? Ich kann den Namen für Gordon nein. Keine Ahnung, ich weiß aber den Namen eigentlich. Ich bin zu dumm, den auszusprechen. Alles klar. Was jetzt? Spaghetti! Warum? Tokyo Ghoul. Habe ich nur bis zum Anfang der zweiten Staffel geschaut, weiter nicht. Das ist man eigentlich weiter anschauen, nach zwei Jahren wird man Zeit. Aha. Jesus Christ. Was für ein Anime? Ist das dieser Anime, wie heißt man? Erased, wo der Hauptcharakter die Zeit zurückreisen kann, um mal jemanden von den Tod zu sichern. Ist das nicht dieser Anime? Weil der Charakter sagt mir halt irgendwas, also erinnert mich an den Anime. Ich habe den noch leider nicht angeschaut. Dafür muss ich noch Zeit anschauen. Aktuell schaue ich noch gerade Toon Stars Exorcist. Ja. Das ist gerade ein Anime, den ich schaue. Da fehlen mir noch 4 Folgen, da bin ich wieder bei 26. Ist das nicht der Engel aus No Game No Life? Ich glaube schon, ja. Das ist eh nur ein billig Game. Jesus. Alter, richtig böse. Sind ganz liebe Mädchen so piu piu und dann für deine ehrlich erschossen. Ja moin. Richtig böse eigentlich. Oh,
Agami Ga Kill, ein sehr guter Anime. Mit einem sehr guten und auch wirklich ein etwas anderen Ende mal. Schau dich ihn an! Okay. Ziemlich guter Anime. Das ist Gott. Keine Ahnung. Boah, kommt mir unbekannt vor. Kann ich nicht. Was ich ein wenig dumm finde, ist manchmal halt, dass er immer die Clips 2-3 Mal wiederholt. Halt. Das finde ich nicht so geil halt. Weil würde der das nicht machen, dann könnte er viel mehr Clips halt reinmachen. Das wäre halt viel besser. Alter, wie viele Effekte willst du hier noch einbauen? Ah, Monster Musume. Frag mich, warum ich den kenne. Tschüss. Das ist, glaube ich, die erste oder zweite Folge. Ich glaube eher die zweite. Whee! Sogar Luca hat sich den angeschaut. Das ist nicht ganz, aber ein paar Folgen. Das ist sein allererster Anime. Das war schön. Dieser Anime kommt auch sehr bekannt vor. Oh. Scheint ein ziemlich perverser Anime zu sein. Ja, zoom halt noch mehr auf die Teile halt dran von der Frau. Jesus. Das war Kamigagi, das hab ich direkt erkannt. Das ist. Nein, nicht spoilern. Nein, ich hab nicht mal. Das ist so ein guter Anime einfach. Es hat seine witzigen wie auch sehr seriösen Momente. Es ist einfach so geil. Ich hab sie so gerne. Das ist wirklich so. Ich finde es immer wirklich Serien, die mich wirklich immer gut bekommen, ist, wenn eine Seite so witzig ist und vom Anime und die andere halt komplett seriös halt. Deswegen habe ich auch so Sachen wie Star Wars The Forces of Evil gern. Ja, ist ein, ich glaube, für mein Alter nicht gerade wirklich angemessen, aber halt, ich war anfangs so, okay, was ist das denn eine Serie halt? Weil es war ein Kumpel halt, der hat sich das angeschaut, hab ich mir, okay, warum gefällt das? Dachte ich mir so, okay, schau es dir einfach mal, auch wenn dir wahrscheinlich einfach mal die ganze erste Staffel durch. Okay. So die ersten 7-8 Folgen sind gegangen, aber dann halt, wo der richtige Bösewicht dabei gekommen ist. Holy shit. Und dann wurde es richtig seriös, ey. Und deswegen habe ich bis die dritte Staffel einfach verfolgt. Ja. Weiter. Dann nehmen wir die meisten einfach auf die Schnauze bekommen. Ihr versteht, was ich meine. Also, womit er für alles übertrieben wird einfach. Ba. Nein, okay. Das war ein geiler Remix. Aber dieser Charakter kommt mir sehr bekannt vor. Ist das nicht sogar? Ich glaube, das ist das Modell aus dem VR-Chat, oder? Hallo, okay. Also jetzt macht er wieder Shoutouts, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, dann haben wir das abgecheckt. Jetzt gehen wir zu den nächsten, hier wieder den Ton checken. Wie lange ist die Aufnahme eigentlich? 90 Minuten, ja moin. Das heißt, es wird eine 30-Minuten-Folge wahrscheinlich. Ja, super. Okay, legen wir los. Digga, sie sind schon am Anfang. Und wenn das eine richtige Anime ist, dann alles klar. Du bist auf jeden Fall sehr kreativ. What the devil?
Und er geht auf die Schnauze. Nein. Und wieder der Klick von vorne. Ach, die Wurf willst du noch auf die Augen zoomen? Oh nein. Warum? Oh, Musik ist auch, okay, ist sehr geil. Oh, das war Sword Art Online, das hab ich direkt gesehen. Wahrscheinlich anderen Animes muss man auch kennen, aber weil ich so ein verdammter zeitloser Spaß bin, einfach kenn ich die nicht. Oder ideenloser Spaß eher. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Zumal. Oh, okay, ich kann das nicht bezeichnen, egal. Keine Ahnung. Alien Anime, was ist so ein Geier? Was passiert da? Zu viel! Auch kein Anime, den ich wirklich kenne. Boah. Okay. Schön und gut, aber. Ja. Warte, jetzt macht der Ton noch an. Okay, Naruto, das kann ich ja wohl eher, ja. Wo ich noch keine einzige Folge mehr angeschaut habe. Ja, richtig gehört, ja. Ein Battleship Anime. Okay, ich hab mein Maul. Waffen-Anime, wie? Also, nein, Kampf-Anime. Action-Anime, voilà. Das Anime-Charakter kommt auch sehr bekannt vor. Scheint einer gestorben sein und hier wirklich gleich nah zu stehen. Wirklich nah zu stehen. Mann, und steht hier vielleicht nah. Verdammt noch eins. Ein Anime kommt auch sehr bekannt vor. Alter, wie oft willst du noch mit diesen. Ah, zu viele Effekte! Okay, das kann ich auch. Er ist ein, was ist, ich glaube, das ist ein Halb, entweder ist eine komplette Gottheit oder ein Halbgott. Ich glaube, er war Halbgott. Oder ich bin davon Idiot und hab's komplett vergessen. Hab den Anime auch noch nicht angeschaut, aber will ich auch noch. Nicht spoilern! Egal. Das wird dann ein witziger Anime, das ist jetzt schon kommen. Hyper Dimension Neptunia. So glaube ich heißt der Anime, ne? Richtig? Nein? Okay, schade. Aber diesen Anime habe ich, glaube ich, das ist die vierte oder fünfte Episode bisher eigentlich angeschaut. Ich muss das auch mal eigentlich beenden, ne? Will ich mal Zeit finden dafür, wäre mal auch geil. Alter! Friede! Alter! Der scheint mit diesem Mal. Der auch! Der scheint. Ja, keine Ahnung. Der scheint dann sehr emotional zu sein.
Darf ich viel verbessern? Bitte, willst du noch bitte einfügen? Okay, jetzt geht's langsam. Aber was ist das? Das oh mein Gott. Und Chakos. Ist fertig. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das Full Metal Alchemist. Und ich hatte so recht. Mann, geht du Scheißleiste, geh da unten weg! Oh, ja gut. Danke. Full Metal Alchemist. Recht gehabt, nice. Allein schon durch dieses Ritual-Dings da halt, was ich schon, hab schon eine Vermutung gemacht, dass das Full Metal Alchemist ist. Wo, keine Ahnung. Okay, ich gehe schon auf mit den beiden. Kannst du die Zeit kontrollieren? Weil zum Beispiel, warte nicht hier, aber. Nein, noch nicht da. Aber hier. Alles ist ruhig und sie bewegt den Sohn. Oh, scheint nicht mehr vorbei. Ja, Jürgen. Oh Mann, falsch geblockt. Geblockt vor allem. Das hier ist der Anime, den ich mir angeschaut habe, nämlich Your Name, wo ich auch darüber getweetet habe. Der ist sehr geil, also schau dich an. Sonst gibt's Trügel. Nein. Aber es ist wirklich sehr gut in Anime-Film. Und für ich weiß ja nicht, wann er rausgekommen ist, aber für auf jeden Fall das Jahr, wo er rausgekommen ist, sehr gut animiert. Holy shit. Aber generell für dieses Jahr ist auch noch immer ziemlich gut animiert. Obwohl andere Animes ist das, ich glaube, jetzt sind meine Kollegen. Egal, schau mal. Zu schnell für mich. Action-Anime und Musik-Anime. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Anime, wo ein Pianist so halt halt spielt, wenn ein Pianist der spielt, boah, bin ich intelligent, ne? Und dann, aber auf jeden Fall dann halt, also ich habe den Anime auch selbst nicht halt mitbekommen, ich habe mich ein wenig, glaube ich, gespoilt. Und dann er sucht halt die Liebe deines Lebens und trifft auf so einen tollen, so eine tolle Violin. Nein, wie sagt man das? Keine Ahnung, auf jeden Fall auf eine Frau, die halt sehr gut Violin kann spielen. Und dann treffen sie sich und kommen zusammen und singen halt zusammen. Ein bisschen spielen zusammen. Egal! Weiter! Den Anime muss ich auch noch anschauen. Bitte, ey, verdammt, ich habe so viel anzuschauen. Und ich habe übrigens noch was schlimmer ist. Erst vor 2 Tagen sind. Nein. Vor 3-4 Tagen sind meine anderen Sieger gegangen, nämlich die Flash und Black Lightning. Und wenn ich das hier hochlade, ist auch heute dann. Heute müsste, wenn ich mich nicht irre, Supergirl rauskommen sein. Und morgen kommt dann Arrow. Und eine Woche später kommt sogar noch Legends of Tomorrow dabei. Das wird ja auch noch schön. Dafür muss ich auch noch Zeit finden. Perfekt! Oh Mann. Und für YouTube-Videos habe ich so generell keine Zeit mehr. Also ich meine jetzt für andere YouTube-Videos. Ich glaube für meine eigenen Videos, ja, die nehmen halt die meiste Zeit auch meistens weg. Okay, abgesehen von Schule. Für Metal Alchemist? Ich nehme an. Ist das? Also der Charakter ähnelt auf jeden Fall sehr dem aus Boku no Academia. Sag mir das so, bitte sag mir ja. Also ähnlich. Ich finde der ähnlich genau. Ist der? Nein, oh, definitiv nicht. Jetzt wird mich jeder hassen.
Stopp so kurz durch die Haare halt, das wäre halt der Hauptcharakter von Boku no Arcade. Die mehr. Ich kann das nicht auch schwach schießen, Dirt. SDF! Also halt, Akame, da gehen. Ich frage, diese Glitch im Hintergrund, ist das jetzt durch ihn, also hat er das animiert, also editiert, wie auch immer, oder ist das halt im Anime selbst? Das weiß man halt leider nie. Oh Junge, einfach gut. Zu viel. Aber es liegt davon PewDiePie da mit Hey my, das ist auch sehr geil. Natürlich das Klischee mit den warte, ich muss irgendeine Alternative ausdenken mit den Melonen. Das typischste die typischste Alternative für das natürlich mit den Melonen natürlich auf das Gesicht. Typische Anime Klischee erfüllt. Ach man, natürlich. Bitte keine Melonen. So, ein wenig mehr realistisch. Oder? Keine Ahnung. Okay. Und wieder zurück. Was zum Geil? Zumindest schon wieder auf diese etwas mehr Piratenregion, wenn ja. Was zum Geier? Das geht mir so lange auf die Nerven. Ah, scheiße. Wenn man von PewDiePie redet, kommt der sofort. Ja, Sachen von, warte. Wo lebt noch einmal, wenn ich, also ich habe auf jeden Fall ein Video gesehen, wo gesagt wurde, dass, habe ich glaube schon bekommen, dass PewDiePie in England lebt, aber das war, ich weiß nicht, ob er jetzt, ich glaube, das war er aber ziemlich am Anfang seiner YouTube-Karriere. Ich glaube, das jetzt ist nicht mehr richtig ist. Ich glaube, er müsste jetzt in Amerika wohnen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist davon, ich hole mal an, dass er in Amerika ist, einfach ein bisschen hingelaufen in das Video. Anime kommt mir auch sehr bekannt vor. Zuerst die 50 Animes geschaut, kommt schon durcheinander. Da gibt es Leute, die haben sich was an sich, wie viele Animes schon angeschaut und kommen nicht durcheinander. Respekt. Und das scheint das Ende zu sein. Nice. Okay. Also wieder sehr gute Videos. Leider nervt das ein wenig mit diesen Sachen. Ich definitiv im Kreis nicht das, was ich meine. Mann, das ist halt das Einzige, was mich auch nervt. Und halt, wie gesagt, auch wie ich gesagt habe, also hier kommt konstruktive Kritik. Ach, Junge. Auf jeden Fall, etwas, was er halt ändern kann, ist aber auch nun halt ein Vorschlag, muss er nicht machen. Wenn er so will, es lassen. Okay, dann ist halt. Dann lass ich ihn einfach mal. Aber was ich halt besser würde finden, halt, ist, würde er nicht die Clips zwei, dreimal so laufen lassen, sondern nur einmal. Und dann könnte die Videos. Halt, er würde das nicht halt so nach einer Zeit schon langweilig werden, weil das halt mal nervt schon eigentlich. Man will halt rasant sein. Man muss schnell machen. Das mache ich schon wieder. Und das zweite halt ist, dass er vielleicht mit dem hier ein wenig aufhalten soll. Also nur halt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass den meistens wahrscheinlich nicht ausmacht, deswegen ist es halt doch dabei wahrscheinlich. Aber wer weiß. Also ja. Das erste Video. Ist okay gewesen halt, auf jeden Fall die Cosplayer nice gemacht, auf jeden Fall. Ich wäre viel zu dumm, für das hinzubekommen. Ja, hier geile Szenen, ich kann hier, wieso ist hier kein Bilderrahmen, wie man das sieht, ah ja. Und ja, das war auch ziemlich geil. Weil auch aber im Weg mit den,
Bereichen, in denen betrieben, wie nur bei der Mine. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine positive Bewertung habt, dann ist euch gefallen. Dann fängt schon Kommentar, merkt ihr die Infos, dass das nicht besser kann. Vergesst nicht, die Videos schon abzuchecken, dann ist nämlich der Channel und die Videos verlinkt. Vergesst auch nicht, noch die Videos, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, das Video mit Vorsicht ein. Tschüss!